Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Chocobo-Chipfoni. In der letzten Folge haben wir mit dem letzten Specht hier, der ein sehr komisches Lied am Start hatte, den Minitron für Kikeri Kaiser, ich glaube, so hieß der, zusammen geschustert. Hui, lol, wo sind wir hier? Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ah ja, okay, ja, okay, hab verstanden. Und jetzt gehen wir einfach zurück zum Kaiser, Kikeri Kaiser, und bringen ihn seinen Thron. What the hell ist das? Okay, keine Ahnung. Das müssen wir uns nochmal merken, dass es da so ein Ding gibt. Und hier haben wir auch irgendwas Neues. Okay, wir können ja... Wir haben ja Eggbert jetzt dabei. Der kann hier... der kann hier rauf. Ah, jetzt müssen wir das Ding hier noch runterschieben. Den stellen wir auf den Knopf. Und wir selber stellen uns ganz oben links hin. Dann können wir mit dieser Plattform auch irgendwas Tolles machen. Okay, Elbsa... Das war ja einfach. Das sollte die dritte schon. Oh, ich dachte, das wäre die zweite. Ich glaube, damit haben wir jetzt einen Shortcut freigeschalten. Hallo Eggbert, da bist du ja wieder. Wie geht's denn so? Da ist eine Feder. Oh, geheimlich hier. Sieht auch cool aus, die Feder. Die gehört einfach dem Specht. In dieser ramponierten Feder befinden sich Holzspäne. Der robuste, aber freundliche Specht hat eine Leidenschaft für Holzarbeit und deshalb auch einen kräftigen Schnabel. Dann gehen wir natürlich auch mal den Wasserfall hier runter, nicht wahr? Ey, was soll hier alles noch machen können? Okay, was bringt uns das? Jetzt können wir uns quasi nach oben arbeiten hier, aber was genau das bringt? Gibt's hier vielleicht noch ein Geheimnis? Nö. Eggbert, wenn du ein Geheimnis siehst, dann sag's Bescheid, ne? Aha. Die eine Ebene haben wir noch. Easy. Ich hab doch den Rhythmus im Blut. Nein, ich sehe ihre Easy. Wow, da stürzt einfach ein Küken ab. Das müsste das letzte Küken sein. Uff. Bist du in Ordnung? Oh, ja, ja, mach dir keine Sorgen um mich. Meine Mama hat mich, wie mir gesagt, eine kleine Katze hier und da macht einen großen stark. Mal sehen, das war Versuch Nummer 77. Oh je, du hast 77 Mal versucht zu fliegen? Und ich werde es noch 77 Mal versuchen, wenn das nötig ist. Aber du bist nur ein Küken. Genau deshalb muss ich mich umso mehr anstrengen. Ich will nicht eingesperrt sein, ich gehöre in die Wolken. Hast du dieses Flugzeug selbst gebaut? Ja, mein Name ist Baron. Und wie der rote Baron. Und das ist mein bester Freund, der braune Baron. Und der braucht eine kleine Reparatur. Oh, bekommst du das hin? Na klar, nach 77 Versuchen kennen wir das schon. Er wird in 0,0 wieder in der Luft sein. Nun gut, dann lasse ich dich mal. Tschüss. Also eigentlich, lass doch der Zeit einfach seinen Lauf. Dann werden dir schon bessere Flügel wachsen. Dann kannst du auch von dir aus fliegen, ohne deinen braunen Baron. Aber ich beneide deine Leidenschaft, dass du fliegen willst. Immer noch am Reparieren? Ja, wir machen nur gerade eine kleine Pause. Keine Sorge, die Luft hat uns sicher, irgendwann wieder. Wow, du bist ja alles andere als ein klauenhafter Mechaniker. Danke. Klauenhaft? War das Wortwitz zu grauenhaft? Na gut, alles klar, nimm mich mal so an. Okay. Ja, aber das ist doch das vierte Küken. Können wir dir nicht irgendwie helfen? Man weiß es nicht so. Oh, genau, Hilfe. Also, wir sind im Palast. Wir haben leider das letzte Küken noch nicht gefunden, aber vielleicht finden wir das ja. Oder es war das da oben. Wenn wir jetzt dem... Kikeri Kaiser. Hi, ich weiß, wo dein Küken ist, aber ich hab's trotzdem leider nicht mitnehmen. Das will nämlich fliegen lernen. Guck mal, wie süß der Kikeri Kaiser auch ist. Oh, ja, so ein Bild. So ein Kaiser würde ich auch anhimmeln. Guck mal, wie knuffig der ist. Einfach richtig kawaii. Hallo Kaiser, da bin ich wieder. Hast du schon deinen neuen... Oh, Herzi. Ah, sieh mal, wer da ist. Willkommen zurück, Birb. Willkommen zurück, Birb. Ja, ich bin zurück. Ich hörte, dass du geholfen hast, diesen wunderschönen Thron anzufertigen. Ich bin sehr beeindruckt. Ja, Eggbert hatte diesen Einfall. Dann erlaubt mir, euch beiden zu danken. Wir sparen uns das Lied unserer Ahnen für besondere Gelegenheiten auf. Wir wollen es euch zur Feier des Tages präsentieren. Das ist der Kikeriki-Tanz. Ja, ich lerne endlich eine neue Note. Ob es wohl eine blaue Note ist oder die gelbe Note. Vielleicht die weiße Note. Die türkise Note. Nee, die linke Note. Stimmt, das hätten wir uns auch schon denken können. Okay, linke Note. Weiß ich Bescheid. Jetzt bin ich gespannt. Ist jeder hier bereit? Das wird echt spektakulär. Und vergesst die Zeit. Ohne Show gibt's niemals mehr. Okay. Da kommen kleine Dinger. Oh, die klatschen. Ich mach mit. Ich klatsche mit.
Ach du Scheiße. Na, na, na. Oh. Da, 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 da. Hä? Ach so, ich muss lange gedrückt halten. Ja, schon fail. Das ist also der Tanz, den die Kikeriki tanzt. Hilfe, ist das schwer. Merkt ihr das schon? Ist das nicht der Wahnsinn? Alles voll synchron und ich bin mittendrin. Hm. Ah, dass ich jetzt auch noch nach links drücken muss. Und das wird ja vor allem immer mehr, umso mehr Noten ich bekomme. Das ist der Sound der Kikeriki-Leutchens. Okay, ich kann sogar nicht mehr dazu singen, weil das hier alles voll anstrengend ist. Ich muss mich einfach nur konzentrieren, dass ich das richtig mache. Holy moly. Kann man hier eigentlich versagen? Man weiß es nicht. Vor allem, die kommen so sau-random raus. Da, la, da, 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 du, du. Ach du Kacke. Hört doch mal auf, mich hier voll zu spammen. Das tut doch bestimmt den kleinen Küken weh, wenn du die da alle rausschickst. Dat, 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 dat. Tut, 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 tut. Dat, 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 dat. Oh, doppelte Noten hier. Was geht ab? Was geht ab? Das ist der alter Schwede. Ich glaube, hier schaffe ich kein S. Selbst wenn ich mich konzentriere, schaffe ich hier, glaube ich, kein S. Doppelte Noten, holy moly. Wer soll denn damit klarkommen? La, 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 na, na. Kommt noch eine Strophe oder war's das? Was für eine Show, war das nicht einfach herrlich? Welch Glück du hast, das war eine Ehre, ehrlich. Meine Güte. Okay, da bevorzuge ich dann doch lieber das vom Specht. Trotzdem A, obwohl ich 6 Fehler gemacht... Das waren doch nicht nur 6 Fehler jetzt, ohne Witz. Das waren, glaube ich, mehr Fehler. Ja, wir haben die linke Taste-Note kennengelernt. Der stolze Hühner erklingt stark und klar in dieser Note. Oh, das ist der wahre Kikeri-König, gell? Kikeri-Kaiser? Oh, ouch. Warum ist der Ton so klein? Was hast du getan, Junior? Oh, nichts, Papa. Ich zeige nur Burp hier und sage ein besonderes Lied. Oh, hast du aber ein Glück, kleiner Burp. Normalerweise zeigen wir es keinen anderen Vögeln. Hey, Junior, ist das okay? Sieht recht erschrocken aus. Oh weia. Oh je, Burp, ich schulde dir eine Entschuldigung. Ich hab dir ein bisschen ausgetrickst. Ich bin gar nicht der große Kikeri-Kaiser, sondern mein Papa hier. Manchmal wird er ein wenig müde und verlässt den Thron für eine Weile. Ich nehme nur seinen Platz, wenn er im Traumland weilt. Ach ja, das ist mein Junge. Er wird eines Tages einen tollen Kikeri-Kaiser abgeben, auch wenn er manchmal seine kleinen Streiche spielt. Vergib ihm bitte. Oh, passt schon. Du hast eine sehr nette Familie. Ich wünschte, ich hätte auch eine. Oh, tut mir leid, das zu hören, Burp. Bei dir wird auch alles in Not kommen. Schließlich habe ich erlebt, was für ein feiger junger Vogel du bist. Ja, Egbert, du hast recht. Ich soll den Kopf nicht hängen lassen. Ich werde sogleich die Eule informieren. Danke für das Lied, Eure Hoheit. Ich muss jetzt gehen. Tschüss, Burp. Möge die Musik dich beflügeln. Das sagt irgendwie jeder. Neues Tagebucheintrag. Ich habe eine neue Note gelernt, jetzt aber zurück zur Eule. Ich sollte den Aufzug nach oben finden. Ich glaube, es könnte im Westen des Galus-Palasts einen Ausgang geben. Nice. Können wir dich mitnehmen? Ja, okay, das hier ist das letzte Küken, den wir abgeben sollen bei der Mami Wami. Aber ich hole mir erstmal nochmal ein S hier. B-B-A-S. Nice. 0 Fehler, aber ich habe einen eigentlich verpasst. Also ich habe so eine lange Note eigentlich nicht ganz durchgezogen. Okay, haben wir hier auch einen S-Pin bekommen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das hinkriege, aber cool. Warte, wo ist der Kleine? Ich nehme mich mit. So, und jetzt können wir auch mit den Leuten hier mal musizieren. Ja, easy. La, 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 la. Ja, ihr habt hier ein ganz tolles Lied hier gemacht. Okay. So, zweite Note von 3. Und ich vermute mal, die dritte bekommen wir dann von der Mutti. Mutti, 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 gib mir einen Schnutti. Mama, 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 hier ist ein Küken. Ich bin so froh, ich könnte tanzen. Ich war mal eine große Tänzerin früher, weißt du? Wie nennt man so ein Gerät? Shell-Ding-Trommel. Oh, hat sie mir jetzt eine Dings gegeben? Hallo Küken, bleibst du bitte hier und folgst mir nicht? Danke. Aber was war denn da mit dem Küken, dass er abgestürzt ist? Das gehört nicht zu ihr? Ja, und Egbert begleitet uns jetzt anscheinend. Und hier können wir jetzt auch durch. Mhm.
Genau dasselbe Lied, wie die da oben gespielt haben? Okay, alles klar. Nun, Egbert, ich muss jetzt gehen. Oh, Egbert, es tut mir leid. Du warst ein toller Freund, aber du gehörst hierher. Hey, Egbert und Burp, wo seid ihr? Wir wollen wissen, wie der Specht so ist. Wir hörten, ihr habt geholfen, den Königsthron zu machen. Cool. Los, Egbert, du kannst jetzt neue Freunde finden. Sag ihnen, dass ich zur Eule bin. Und keine Sorge, eines Tages kehre ich zurück. Hier, viel Spaß, Egbert, bei deinen Freunden, die dich früher gemobbt haben. Aber jetzt bist du bestimmt cool und so. Ja, ja. Oh, jetzt haben wir keinen Egbert-Freund mehr. Oh Gott, wer seid ihr? Seid ihr die Depp Brothers? Holy moly. Was wollt ihr von mir, hä? Ich hab einen Freund, der kann deppen. Und dann werdet ihr euch zeigen, ihr Deppen. Hey Kleiner, wann gehst du? Ich? Ja, du, oder siehst du ja irgendjemand anderen klein? Nein, mein Herr, ich gehe zur Eule. Nein, tust du nicht. Hör gut zu, weil ich das nur einmal sagen werde. Wenn du weißt, was gut für dich ist, dann gehe ich nicht zur Eule. Warum? Weil die Elstern es sagen. Ach, das sind Elstern. Elstern sind böse, die klauen immer Sachen und sind bling-bling-mäßig drauf. Jetzt sei ein gutes Vögelchen und hör auf die Erwachsenen. Aber ich muss sie treffen. Dann lässt du mir keine Wahl, Kleiner. Kommt jetzt das Tanzduell des Todes, oder was? Ach du Scheiße. Ich bin nicht vorbereitet auf ein Tanzduell. Ey, Kleiner, das ist hier kein Spiel. Wenn du dich verletzt, kennen Vorwürfe nur ein Ziel. Und zwar dich, du nichts, was vorhin ist. Wenn du die Laune mir verdrehst, dann werde ich zu fies Biest. Voll das Musical irgendwie. Singen wir auch mit? Was wollt ihr denn von mir? Ich bin doch nur ein kleiner Burp. Bitte lasst mich zur Eule gehen, denn ich brauch sie für mich. Sie will mir nur helfen, meine Familie zu finden. Denn der Wand leckt, das war nicht meine Schuld. Sie will mir nur helfen, meine Familie zu finden. Bitte lasst mich doch durch. Ich muss zur Eule und sag ganz schnell. Ich habe eine neue Melodie entdeckt für die Eule. Nicht schlecht, aber du musst dich noch erheblich verbessern. Lass mich durch! Du hältst dich für die große Nummer. Von wegen, bislang war ich im Schlummer. Doch jetzt bin ich wach, gib nächst besser Acht, jetzt wird es ernst für dich. Bitte lasst mich doch zur Eule durch. Sie wird mir helfen, meine Familie zu finden. Ich brauch sie sehr dringend. Ich will doch nur wissen, wer ich wirklich bin. Also lasst mich bitte durch zur Eule, Mann. Sie wird mir helfen, meine Familie zu finden. Und dann weiß ich, wer ich in dieser Welt bin. Oh mein Gott, der hat rote Augen. Oh, gib doch einfach auf. Ah, nein, du machst mir keine Angst. Kleiner, gut gemacht, bist weit gekommen, aber ich bin wütend. Hast du dir das wirklich so gedacht? Das hast du nun, wird weh dir tun, du wolltest es so. Immer noch nicht vorbei. Jetzt lass mich doch durch. Du hast...
fast so. Wieso keine Chance? Denn ich bin Burp. Und du bist es nicht. Ich bin's. Und du nicht. Ich bin Burp. Yeah. Und du bist es nicht. Ha. Das war es jetzt. Der Wahnsinn wird viel zu lang. Nun Schluss damit. Mein Untergang, nein, dein Abgesang. Gib doch auf, hast nichts drauf. Und was ist damit? Oh Gott, alle drei. Da muss ich mich jetzt konzentrieren, da konnte ich kurzweilig mitsingen. Und der platzt einfach. Ich habe das Gefühl, wir müssen gegen die anderen beiden auch nochmal kämpfen. Und dann gegen den Ober-Boschi-Lossi. Alka Alster oder wie der heißt. Ein S, bitte ein S. Nein, ich will das nicht nochmal machen. Oh mein Gott, jetzt redet der Boss hier. Ne, er fliegt einfach weg. Tschüss, ihr Depp-Spechts. Ihr seid ganz schöne Deppen. Ich eile besser zur Eule, bevor sie ihre Meinung ändern. Wie der Boss einfach gar nichts gesagt hat. Schickt er hier seinen Handlanger vor, ich fasse es nicht. Da muss ich leider auch nochmal machen, obwohl das so lang war. Ech. Nice. Geht sau lang das Lied, aber gleich beim ersten beim ersten richtigen Versuch mit Anstrengen und so, ein S. Das Lied war cool, das war so ein Villain-Song halt. Weiß nicht, wie dieses Video rübergekommen ist, aber passt schon, Leute. So, wir gehen jetzt auch schnell zur Eule. Eule, ich bin glücklich immer noch, ich habe die Villains weggeschickt und so. Hallo Eule, ich würde gerne zu dir. Hoffentlich sind die Spechte nicht zur Eule gegangen. Eule, geht's dir gut? Der Eule geht's gut. Ich habe eine neue Note. Hi. Hallo, Herr Eule. Oh, Burp. Ah, du bist zurück. Wie lief es? Es hat Spaß gemacht. Ich habe den großen Kikeri Kaiser getroffen und seinen Sohn. Und ich habe den Specht geholfen, einen neuen Thron für sie zu machen. Und dann lehrte sie mir ihr Lied. Und ich habe eine neue Note gelernt. Die da. Die linke. Die grüne Note. Erstaunlich. Du beeindruckst mich immer wieder, Burp. Danke. Ich hoffe, die Hühner haben es dir nicht zu schwer gemacht. Sie können etwas aufdringlich sein. Oh nein, sie waren okay. Aber ich habe ein paar fiese Vögel getroffen. Sie nennen sich selbst die Elstern. Hä? Die Elstern? Haben sie dir irgendwas getan? Nun, sie wollten verhindern, dass ich hierher zurückkomme. Und sie waren auch ziemlich gemein. Aber nach einer Weile gaben sie auf und flogen davon. Oh, diese Schufte. Wie können sie es wagen? Ich wusste, dass ich dir nicht da hätte rausschicken sollen. Der Wald ist kein Ort für einen jungen Vogel wie dich, so ganz allein. Wenn ich nicht hierbleiben müsste, um herauszufinden, wie das Artefakt gestimmt wird, dann wäre ich mit dir da draußen. Ach, keine Sorge, Herr Eule. Die Elstern machen mir keine Angst. Ich fühle mich auch nicht einsam. Ich habe mich im Gallespalast mit jemandem befreundet. Ach, das ist ja wunderbar. Trotzdem solltest du vorsichtig sein, Burp. Die Elstern sind nicht die einzigen fiesen Vögelart da draußen. Ja, mein Herr. Oh, da kommen bestimmt noch irgendwelche Greife oder so, oder Adler oder sowas. Aber ich werde nicht aufgeben. Oh, vielleicht sind wir sogar ein Adler? Nee, passt nicht, oder? Vielleicht sind wir ein Pinguin. Ich muss die Noten sammeln, um meine Eltern zu finden. Das ist die richtige Einstellung. Gut, den nächsten Vogel, den du besuchen musst, ist in Kasuare. Den Kasu was? Den Kasuar. Das sind große Vögel, die tief im Wald leben. Du findest sie, wenn du meinem Aufzug runter in die Höhle nimmst. Und von da sollte ein Loch in ihr Nest hinabführen. Du kannst es nicht verfehlen. Verstanden? Ich mach mich dabei gleich auf den Weg. Danke, Eule. Gib gut Acht. Burp. Laro. Gut. Die Eule meinte, die nächste Note gäbe es bei einem Vogel namens Kasua. Sie sagt, es handle sich um einen sehr großen Vogel, der am Boden des Waldes lebt. Ich muss den Aufzug nehmen.
Okay. Dann würde ich sagen, was das hier mit dieser Folge? Die war ein bisschen länger als die anderen. Wir haben die grüne Note und können jetzt toll Musik machen hier. Und das ist alles super. Ja, dann beim nächsten Mal die nächste Note. Es scheint noch 3 Noten zu geben, obwohl ich eigentlich noch 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe an sich noch 5 Tasten frei, um irgendwelche Noten zu lernen. Na gut, bisher haben wir auch überall Essen bekommen. Das ist alles geil, Leute. Ja, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folgen mehr verpasst, wollt auch ein Abo. Dann bis zum nächsten Mal und tschüss, tschüss, tschüss.